Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es, Maria ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Diese Begeisterung, die steckt mich immer wieder an, wenn ich es lese, vor allen Dingen, weil ich an eine alte Theologin denke, ja, die war damals auch schon ziemlich alt, als ich jung war, in den 80er Jahren, und sie hat uns diese Stelle genau erklärt. Die beiden Frauen begegnen sich und das, was die miteinander austauschen, das nennt sich ein Jubilus. So ist das unter den Juden üblich, unter den Frauen, die sich begegnen und sich gegenseitig anheizen im Jubeln. In dieser Adventszeit schauen wir darauf, dass es tatsächlich einen Grund zum Jubel gibt, weil Gott mit seiner Gegenwart das Volk Israel führt und mit seiner Gegenwart jetzt Jesus und Johannes sich begegnen lässt, die im Schoß von Maria bzw. Elisabeth sind. Dass wir in einem Jubel sind, den Gott gestiftet hat. Dass wir also nicht sagen müssen, ich muss mich jetzt freuen, wie freue ich mich am besten, was ist so toll in meinem Leben. Nein, nein. Sondern wir können in uns hineingehen und wir haben auch den Heiligen Geist empfangen. In der Taufe, in der Firmung betet Gott aus unserem Leben immer wieder neu unser Leben ihm selbst entgegen. Der Heilige Geist führt uns dem Vater entgegen. Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Tag, erfüllt mit dem Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.